Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem sehr, sehr großen. Denn wir reden heute zum ersten Mal über PokéRogue und ich habe so viel zu erzählen. Das Ganze ist ein kostenloses Pokémon-Fangame, was die Pokémon-Formel auf ein Roguelike übertragen möchte. Und das ist eine unfassbar gute Idee gewesen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden Arbeit in dieses Spiel geflossen sind, aber es müssen zahllose gewesen sein. Es gibt einfach sämtliche Pokémon aus dem gesamten Franchise zum Sammeln, von Gen 1 bis 9 plus DLCs. Es gibt mehrere verschiedene Spielmodi, das Spiel wird permanent gepatcht, also es gibt immer wieder Updates, die das Ganze erweitern sollen und man kann es sogar im Handy spielen, wenn man möchte. Das Ganze hat hunderte und aberhunderte Stunden Content und ihr müsst keinen Cent dafür bezahlen. Sowas würdet ihr von Game Freak beispielsweise niemals bekommen und es ist unglaublich kreativ. Und es gibt sogar beispielsweise einen Challenge-Mode für halt Menschen wie mich, also für diesen Kanal hier hat das Spiel auch sehr viel Potenzial. Und ich werde euch heute so ein bisschen erklären, wie das Spiel halt funktioniert. Ich werde aber auch bereits einen kleinen Challenge-Run mit euch durchsprechen, wo ich versucht habe, den Classic-Mode durchzuspielen, also den Standard-Modus, ohne Legis, ohne Mega-Pokémon, ohne Dynamax, ohne Terra und so weiter, um es mir ein bisschen schwieriger zu machen. Und das war erstaunlicherweise ziemlich anspruchsvoll, denn PokéRogue ist kein leichtes Spiel und das ist eine weitere Sache, die mich extrem gefreut hat. Ich kann am Anfang schon mal direkt dazu sagen, dass die vielen Möglichkeiten, die man hier hat, erstmal ein bisschen erschlagend wirken könnten, aber wenn man mal ein bisschen gespielt hat, wird man merken, dass es eigentlich ziemlich zugänglich ist. Und gerade der Sammelaspekt beispielsweise kann wirklich, wirklich cool sein. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal. Man hat zu Beginn tatsächlich nur einen Mode zur Auswahl und das ist auch der Classic Mode, den ich heute mit euch durchsprechen möchte. Und wenn man dort zum ersten Mal drauf geht, muss man sich erstmal ein Team zusammenstellen. Und dazu kommen wir jetzt. Man hat theoretisch im Classic Mode halt wirklich alle Pokémon zur Verfügung, die es jemals gegeben hat. Aber die meisten davon muss man erstmal freischalten. Zu Beginn hat man nur alle Starter-Pokémon der 9 verschiedenen Generationen, aber das reicht auch fürs Erste. Jedes Pokémon hat allerdings auch eine Stärkezahl, wie gut das Pokémon halt in PokéRogue ist normalerweise, und die Legis beispielsweise haben dort halt sehr viel und die Starter-Pokémon haben einfach nur 3 Punkte. Und das Startteam, was man sich halt immer selbst zusammenstellt, darf nur 10 Punkte insgesamt haben. Man muss also so ein bisschen abwägen. Für den Start würde ich aber erstmal empfehlen, einfach einmal Feuer, einmal Wasser und einmal Pflanze zu picken, jeweils einen Starter, um einen kleinen Testrun zu machen. Und ich habe mich hier einfach mal für den Pflanzenstarter aus Gen 8 entschieden, den Feuerstarter aus Gen 9 und den Wasserstarter aus Gen 6. Man kann es aber auch komplett anders zusammenstellen. Aber wie genau funktioniert denn jetzt das Spiel eigentlich, wenn es da mal losgeht? Das werde ich jetzt erklären. Wie gesagt, es gibt bei dem Spiel hier keine Overworld oder so. Man hat Kampf nach Kampf nach Kampf immer weiter, bis der Classic Mode irgendwann abgeschlossen ist. Und man kämpft überwiegend gegen wilde Pokémon, die halt nacheinander reinkommen, die man auch fangen kann theoretisch, um das eigene Team zu erweitern oder Teammitglieder rauszukicken, die man nicht mehr weiterspielen möchte. Und man baut sich im Laufe der Zeit ein starkes Team zusammen, um halt möglichst lange zu überleben. Und jedes Mal, wenn man einen Gegner besiegt hat, beziehungsweise damit eine Ebene abgeschlossen hat, kommt ein Shop. Und dort kann man dann einige Heil-Items kaufen, um das eigene Team wieder aufzufrischen. Man kann sich aber auch immer ein Gratis-Item aussuchen, was zufällig gerollt wird. Und da kann wirklich alles Mögliche dabei sein. Ich persönlich würde für den Anfang empfehlen, erstmal so ein paar Pokémon einzufangen, damit man schon mal ein volles Team hat. Und dann kann man darauf halt aufbauen und das Team immer weiter verbessern. Jedes Pokémon allerdings, was man einmal erfolgreich gefangen hat, schaltet man auch permanent frei als Starter für künftige Runs. Und so kann man sich halt nach und nach alles zusammensammeln, was Pokémon jemals zu bieten hatte. Also der Sammelfaktor ist wirklich heftig. Und ich habe hier zu Beginn erstmal Visor, Wompel und Datiri mitgenommen. Man muss aber auch gleichzeitig natürlich ein bisschen abwägen, wie viel Geld man jetzt für Tränke beispielsweise ausgibt, einfach deswegen, weil das Geld halt sehr wertvoll ist und man kann später noch einiges davon gebrauchen, also muss man ein bisschen sparsam sein. Und man kämpft halt nicht nur die ganze Zeit gegen wilde Pokémon, sondern auch manchmal gegen Trainer. Und dazu kommen wir jetzt. Denn sobald ich dann die Ebene 8 erreicht hatte zum ersten Mal, kam einfach mal meine Rivalin rein. Es wurde nämlich extra für dieses Spiel hier eine eigene Rivalin erfunden, die auch sehr schön aussieht, wie ich finde, und deren Team ist bei jedem Run ein bisschen anders, dass man sich nicht so gut auf die vorbereiten kann.
Beim ersten Kampf gegen die allerdings hat sie nur 2 Pokémon. Wenn man jetzt aber wie ich beispielsweise halt ein bisschen geizig war mit seinen Heil-Items, dann können bereits 2 Basisformen relativ gefährlich werden. Und so konnte ich hier beispielsweise Endivie über Glut nicht one-shotten mit Krokel, obwohl ich sogar Großbrand hatte, und dann musste ich panisch rüberwechseln in Chimpep. Sie ist aber dann auch gewechselt in Dusselgur. Sie hatte einfach ein kleines Flug-Pokémon, um Chimpep sehr effektiv anzugreifen. Und dann ist Chimpep hier auch durchaus draufgegangen nach einiger Zeit. Ich konnte aber dann wenigstens in meinen Wasserstarter gehen und den Kampf dann zu Ende führen. Ich kann aber hier schon mal dazu sagen, es ist definitiv kein Weltuntergang, wenn eigene Pokémon down gehen sollten. Denn man kann sich ja theoretisch jederzeit Beleber beispielsweise kaufen, um die Pokémon wieder voll zu heilen, auch wenn sie mal sterben sollten. Aber hier kommt jetzt wieder halt das Geld ins Spiel. Natürlich kann man Beleber einfach so kaufen, aber der ist halt teuer. Und vielleicht ist es besser, den sich zu sparen und das Pokémon nicht wieder zu beleben. Und jetzt kommt ein großer Twist. Immer wenn man 10 Ebenen geschafft haben sollte, wird das eigene Team komplett voll geheilt. Wenn man es also schaffen sollte, diese 10er-Runde irgendwie zu überleben, dann kann sich das Sparsamsein nachträglich durchaus auszahlen, auch wenn das eigene Team halt die ganze Zeit so ein bisschen am Limit gelebt hat. Und das ist ein sehr, sehr cooler Twist, wie ich finde. Dieses Abwägen ist ein großer Teil von dem, was Pokérogue ausmacht. Und ich für meinen Teil habe mich dann dazu entschieden, einfach Chimpep erstmal down zu lassen und nur meine anderen Starter-Pokémon zu heilen und mit denen so ein bisschen zu survivalen. Und dann habe ich erstmal in einem Doppelkampf gegen wilde Pokémon einen Baumball gefangen, damit ich schon mal eine Fee im Team hatte und das war definitiv besser als Visor. Und da wollte ich mich aufmachen zu Runde 10. Wenn man aber dann eben die 10 erreichen sollte, wird man dort natürlich nicht einfach so durchgelassen, denn es gibt dort noch einen weiteren Bosskampf. Und das war in dem Fall ein Boss-Kikugi. Denn es gibt stellenweise auch wilde Pokémon als Bosse, die dann mehrere Lebensleisten haben und für gewöhnlich auch bessere Movesets und tragbare Items. Kikugi war hier allerdings kein krasser Gegner, das konnte ich besiegen über Krokel. Und nachdem ich das dann besiegt hatte, wurde mein Team wieder voll geheilt. Das war wirklich angenehm. Die Ebenen 11 bis 19 sind dann aber für gewöhnlich ziemlich angenehm, weil dort gibt es keine weiteren Bosskämpfe, sondern nur wilde Pokémon und vielleicht mal einen Random-Trainer, wenn man Pech hat, aber die sind hier noch nicht wirklich stark. Man kann sich also so ein bisschen aufs Training fokussieren und das ist hier auch ziemlich wichtig. Man muss aufpassen bei Pokérogue, dass die eigenen Teammitglieder alle vernünftig mitleveln. Klar, einige Pokémon will man vielleicht sowieso nicht für eine lange Zeit behalten, also da ist es nicht so relevant. Aber gerade hier meine 3 Starter-Pokémon wollte ich schon immer ganz gut leveln, damit ich halt gut aufgestellt bin. Und deswegen sollte man dann aufpassen, dass man jedes Pokémon mal so ein bisschen kämpfen lässt, damit halt nicht eins alle XP alleine bekommt. Es gibt aber auch beispielsweise Hilfs-Items, die man kriegen kann am Ende einer Runde, wenn man Glück hat beim Rollen. Und da kann man beispielsweise EP-Pins bekommen, durch die man generell mehr XP bekommt für immer, oder auch EP-Teile-Items, die halt XP im Team einfach deutlich besser verteilen. Und wenn man sowas rollen sollte, dann würde ich das wirklich fast immer mitnehmen, weil man will wirklich nicht unterlevelt sein, das ist echt gar nicht gut. Es gibt aber auch generell eine Level-Cap immer, also komplett überleveln kann man auch nicht. Ich für meinen Teil habe allerdings auf Ebene 18 dann sogar die Karte gefunden und das ist ein Item, mit dem man entscheiden kann, immer nach jeder 10. Runde, in welches Biom man geht. Und das beeinflusst dann sehr stark die Gegner und so kann man sich deutlich besser ein Team bauen oder generell halt Ebenen picken, mit denen man besser klarkommt. Also auch die Karte sollte man immer mitnehmen, wenn man die kriegen kann. Bevor sich aber dann meine ganzen Starter-Pokémon halt endlich mal entwickelt haben, musste ich auch schon direkt in den nächsten Bosskampf gehen und der kam dann auf Ebene 20. Und das war ein Wasser-Arena-Leiter von Pokémon Schwarz 1. Ich war hier sogar ein bisschen unterlevelt, also war dieser Kampf hier auch mal wieder nicht komplett geschenkt, aber dadurch, dass ich zumindest 2 Pflanzen-Pokémon dabei hatte, in Chimpep und Wurmball, hatte ich ein relativ gutes Matchup. Ich habe also den Kampf hier durchaus gewinnen können, man muss aber gut vorbereitet sein. Bei den Arena-Leitern ist es so, dass die alle 30 Ebenen kommen, allerdings kommt der erste entweder auf Ebene 20 schon oder halt erst auf Ebene 30. Also wann es genau mit denen losgeht, weiß man nie so ganz. Und welcher Arena-Leiter kommt, beziehungsweise welche Pokémon er spielt, das ist ebenfalls Zufall. Man kann sich also nie so ganz sicher sein, aber man kann sich halt auf Ebene 19 vollheilen, um sich zumindest ein bisschen vorzubereiten. Bei mir war der Kampf aber ziemlich gefährlich, denn ich hatte zwar 2 Pflanzen-Pokémon dabei, die waren allerdings unterlevelt,
und das Barschiff von dem Arenaleiter hatte Dreschflegel und hat damit unfassbaren Schaden gemacht. Ich konnte aber mit Baumball zumindest eine Paralyse rauslegen und später finishen über Papinella, um auch diesen Kampf hier zumindest zu gewinnen. Und deswegen kann es stellenweise praktisch sein, halt im Early Game diese Käfer zu fangen, weil die sehr, sehr schnell vollentwickelt sind. Die sind ziemlich underrated. Nach Ebene 20 ist dann aber das passiert, was man im Pokérogue nicht wirklich erleben möchte. Und zwar habe ich mich dann zunächst mal für die Metropole entschieden, weil ich an den anderen Biomen kein Interesse hatte, Pflanze- und Wasser-Pokémon hatte ich ja schon zur Genüge und ich hatte mittlerweile die Karte. Und dann habe ich zunächst mal bei dem Doppelkampf gegen wilde Pokémon mir einen Hefel eingefangen und ich habe da Tiri dann freigelassen, weil ich auf lange Sicht an zwei Feuer-Pokémon im Team halt nicht wirklich Interesse hatte. Aber dann kam als nächstes einfach ein Random-Trainer rein, der dann durchaus gemettert hat. Und das will man nie. Es kann manchmal passieren, dass Random-Trainer in Pokérogue halt auch eine Gefahr sind, genauso wie in originalen Pokémon-Spielen, wo das auch mal auftreten kann. Und wenn das passiert, dann verschwendet man stellenweise sehr viel Geld an einem Trainer, der eigentlich gar nicht wirklich mettern sollte. Und das ist dann doppelt bitter. Und dabei fing dieser Kampf hier eigentlich ziemlich gut an. Ich hatte mittlerweile Kraftschub und Aquabälle auf Froxy und habe erstmal sein Snubbull gekillt. Und dann hat sich Froxy sogar mitten im Kampf hier einfach weiterentwickelt. Weil das ist auch eine Sache, die in Pokérogue durchaus passieren kann, dass sich Pokémon entwickeln, mitten in einem Trainerfight. Ja, aber dann kam als zweites leider Blitzer rein und das hatte sogar Knisterladung. Und das ist eine heftige Support-Attacke aus Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, die sogar safe paralysiert und dabei unglaublich viel Schaden macht. Und das auf einem Blitzer auf Level 15, das war schon ein sehr krasser Gegner. Und dann habe ich halt panisch versucht, irgendwie in die Pflanzen-Pokémon zu wechseln, um Blitzer irgendwie Schaden zu machen, vielleicht auch über Notdünger, aber das hat kaum funktioniert. Chimpep konnte es ein bisschen schwächen und dann habe ich mein Hefe geopfert, was eh fast tot war, um doch in Baumball zu kommen, aber ich konnte ja nicht mal eine Stachelspore legen, weil Elektro-Pokémon dagegen in modernen Generationen leider komplett immun sind. Ich musste das also irgendwie neutral weiter anchippen und dann auch später noch Krokel opfern, um noch ein Äschern einzusetzen, um es irgendwie in die Killrange zu bekommen von einer Prio-Attacke von meinem Wasserstarter. Das war die einzige Möglichkeit, Blitzer irgendwie aufzuhalten, sonst wäre ich hier einfach Game Over gegangen. Man darf dieses Spiel hier wirklich niemals unterschätzen. Auch wenn es mal eine ganze Weile ganz gut laufen sollte, kann dieser eine Trainer kommen, der dich komplett zerstört. Es ist genauso wie bei einer Nuzlocke, man ist nie so ganz sicher. Und hier ist halt jetzt das große Problem. Ich wollte auf der einen Seite dann natürlich sparsam sein und nicht zu viel Geld ausgeben, allerdings kommt auf Ebene 25 wieder die Rivalen und es wird ein richtiger Bosskampf werden. Ich konnte also auch nicht gar nichts vollheilen, ich musste so ein bisschen abwägen. Und dann habe ich mich erstmal dazu entschieden, meine Feen-Pokémon erstmal down zu lassen, um mich darauf zu konzentrieren, meine ganzen Starter-Pokémon halt alle einmal zu entwickeln, bevor die Rivalin kommt. Und dann habe ich sogar später noch einmal Zickzacks gefangen, um Hefe komplett zu kicken. Und Zickzacks ist auch so ein Pokémon, das ist eigentlich underrated, weil es hat sehr früh schon Kulleraugen beispielsweise, um Gegner abzuschwächen, sowie auch Kopfnuss mit Stab. Und Gyarados entwickelt sich auch schon sehr früh, also das ist fürs Early Game auch nicht so übel. Aber dennoch hatte ich dann, als dann endlich die Rivalin kam, nicht mal mehr 1000 Pokédollar. Und Wurmball beispielsweise war einfach immer noch besiegt. Und die Rivalin hatte dann bereits 3 Pokémon und auch die war deutlich stärker geworden. Jetzt kommen wir aber zu 2 Sachen, die extrem wichtig sind beim Classic Mode. Erstens, die Rivalin wird immer leaden mit ihrem Starter und das kann man predikten. Und zweitens, Leute, Pokémon, die Rivalin mal gespielt hat, wird sie immer spielen in diesem Run. Man kann also auswendig lernen, welche Pokémon die spielt und ja, da kommen natürlich im Laufe der Zeit einige dazu, aber zumindest kann man sich ein bisschen auf die Kämpfe vorbereiten und einschätzen, wie stark die gleich werden wird. Und das habe ich dann gemacht und siehe da, es hat eigentlich gut funktioniert. Denn mit Lokroko und später auch Papinella habe ich dann die Rivalin ziemlich gut besiegen können. Und die hatte hier noch einen Pinsir dazu bekommen, was eigentlich gar nicht so gefährlich war. Und so habe ich diesen Kampf hier dann doch sehr gut gewinnen können. Nachdem ich aber die Rivalin dann besiegt hatte, habe ich bis Level 30 erstmal wieder mein Team verbessert und auch mal ein paar Pokémon gefangen. Und zwar habe ich dann zunächst mal ein Morpeko bekommen, ein relativ gutes Basis-Pokémon, was sich auch nicht weiterentwickeln wird. Und dafür habe ich erstmal Wurmball gekickt, weil das eh halt tot war gerade und riesige Probleme hatte mitzuleveln. Und dann habe ich auch noch ein Radfratz gefangen, was dann Papinella ersetzt hat. Und das ist vielleicht eine etwas komische Entscheidung, ich muss aber sagen, dass ich im Early Game Radikal auf Level 20
eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Und auf jeden Fall ein bisschen stärker als halt die Anfangskäfer. Der Boss auf Ebene 30 war allerdings nur ein wildes Terrybark auf Level 19 und es war nicht wirklich gefährlich. Und ich wusste halt auch, es kann kein Arenaleiter kommen, weil der ja schon gekommen war auf Level 20 und deswegen wusste ich safe, der nächste kommt erst auf Level 50. Nach Ebene 30 kam dann aber die erste wirklich große Ruhephase und ich wusste, der nächste Bossgegner wird erst auf Level 50 kommen und das wird dann der zweite Arenaleiter sein. Ich konnte also dann mal wieder so ein bisschen trainieren und halt einfach ein bisschen sparsam leben und mich umschauen nach neuen Pokémon, die ich einfangen wollte. Ich habe aber dann zunächst mal auf den 30er Ebenen halt erstmal nur Radikal und Geradax weiterentwickelt, ich habe aber nicht wirklich spannende Pokémon gefunden. Aber dann kam das 40er Boss-Pokémon rein und das war ein Knatox, also ein Gift-Stahl-Auto aus Gen 9 mit einer recht guten Typenkombination und auch einem guten Moveset. Und man kann diese wilden Boss-Pokémon tatsächlich einfangen, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, und die haben dann halt einfach ein gutes Level und verbesserte Movesets, weil die ja Bosse sein sollen. Und dementsprechend konnte ich dann dort ganz gut zuschlagen und ich habe dann Radikal freigelassen, was an dem Punkt nicht mehr so gut war. Dann ging es aber weiter mit einem Baustellenbiom, weil sich erneut über die Karte man nicht auswählen konnte, ob man das kann, ist halt immer Zufall, und dort kamen dann wirklich interessante Pokémon rein, die ich auch wirklich haben wollte. Und so habe ich dann zunächst mal ein Strepoli gefangen, was man später über ein Linkkabel zum Meistergriff weiterentwickeln kann. Und ich habe später noch ein Magnetilo gefunden, was man zum Magnezone machen kann. Eines der besten kleineren Pokémon aus Pokérogue, wie ich so kenne, um ehrlich zu sein. Denn Stahl-Pokémon sind in diesem Spiel hier wirklich absolut Gold wert. Und Magnetilo konnte ich auf Level 30 dann halt sofort zum Magneton weiterentwickeln. Und später kann man mit dem Donnerstein dann sich auch Magnezone halt machen. Im Endeffekt war ich aber von Strepoli dann nicht so überzeugt und ich habe dann sogar aufgehört, das großartig zu heilen, weil ich wusste, das wird mir eh praktisch gar nicht helfen können. Und dann kam halt irgendwann der zweite Arenaleiter rein und das war dann Walter, der Elektro-Arenaleiter aus Gen 3. Und der war wirklich extrem stark. Denn der hatte zwar nur 3 Pokémon, aber das waren halt alles Monster. Und meine Starter-Pokémon beispielsweise war noch nicht fertig entwickelt. Er begann hier mit Voltenso, was ich über Flammenwurf ganz gut vorschwächen konnte, aber dann habe ich so viel Schaden gefressen, dass ich rüberwechseln musste im Strepoli, um das sofort zu opfern. Und da wollte ich Voltenso eigentlich wollen über mein Magneton und vielleicht Triplette spammen, aber dann hat Walter hier einfach ausgewechselt in Magnezone auf Level 38. Und das war einfach komplett übermächtig. Ich habe dann natürlich alles probiert, um Magnezone irgendwie klein zu kriegen, aber das war einfach eine Mammutaufgabe. Ich habe erst Triplette gespammt für einen Freeze eventuell, der aber leider niemals kam und dann ist Magneton einfach so draufgegangen und dann bin ich in den Pflanzenstarter gegangen, um vielleicht erstmal Kreideschrei zu legen, aber Magnezone hatte sogar Lichtkanone, um auch mit Stahl anzugreifen. Und mein Wasser-Pokémon konnte natürlich auch nichts tun und da war der Kampf hier praktisch aussichtslos. Nachdem Magnezone dann vorgeschwächt war, wollte ich probieren, über meinen Feuerstarter dann endlich zu killen, aber dann ist Walter einfach wieder rausgewechselt, dieses Mal Elektroball, und das war auf Level 36, also auch sehr stark. Und dann gab es sogar einen kleinen Lichtblick, weil mein Lokroko das Elektroball dann wirklich noch besiegen konnte wegen Großbrand, und es hat sich dann sogar weiterentwickelt, aber das hat mir halt leider recht wenig geholfen. Denn es gab halt auch noch Voltenso, und dagegen konnten meine restlichen Pokémon einfach gar nichts tun. Ich hätte hier einfach ein bisschen mehr XP gebraucht auf meinen Starter-Pokémon, damit die vollentwickelt gewesen wären, oder vielleicht ein Boden-Pokémon. Aber ich hatte einfach Pech. Aber das Schöne ist halt bei Pokérogue, dass man dann sofort den nächsten Versuch starten kann und ich hatte ja dann zu dem Zeitpunkt bereits halt einiges freigeschaltet. Wie gesagt, absolut jedes Pokémon, das man jemals gefangen hat, wird sofort als Starter für künftige Runs freigeschaltet. Und dementsprechend hatte ich dann bereits einige Pokémon zur Auswahl, um meinen zweiten Run zu gestalten. Und ich habe mich dann dazu entschieden, mit Shiggy, Waumball, Krokel und Radfratz anzutreten. Also dieses Mal sogar 4 Pokémon für den Start, da Radfratz nur einen Punkt kostet. Und Shiggy hatte hier Pokerus, was dazu führt, dass es etwas mehr XP bekommt und der Pokerus kann auch weitergegeben werden an andere Teammitglieder. Und welche Pokémon generell Pokerus haben, das wechselt täglich. Und so will einen das Spiel hier so ein bisschen dazu treiben, auch mal Pokémon auszuprobieren, die man normalerweise nicht spielen würde. Denn andere Wasserstarter sind ja theoretisch ein bisschen besser. Der zweite Versuch verlief dann aber ziemlich durchwachsen, muss ich sagen.
Ich hatte zunächst mal recht viel Glück auf den ersten 10 Ebenen, weil ich habe einen Glutuzel und einen Micro gefunden und das waren erstaunlich gute Catches für später, also Kapaluris und Kramor, die konnten sich schon sehen lassen. Und dann habe ich später auf den Ebenen 11 bis 20 auch noch einen Mauzi eingefangen, was mit Techniker Mogelhieb fürs Early Game ganz gut ist und es kann sogar Zahltag lernen, um das Preisgeld zu erhöhen, was man bekommt und das ist für dieses Spiel hier halt nochmal doppelt wertvoll. Aber dann hatte ich hier ein Riesenproblem bei dem Run und das waren die Erfahrungspunkte. Ich hatte auf Ebene 20 dieses Mal nicht sofort eine Arena und dementsprechend kam die erst auf Ebene 30 und mein Shigi war nicht weiterentwickelt, ich habe überwiegend nur Basisformen gespielt und Lokroko konnte halt nicht alles alleine besiegen und eigentlich wollte ich auch so ein bisschen kämpfen mit Mauzi. Und ich wusste, ich muss dann auf Ebene 21 bis 30 gegen meine Rivalen und einen Arenaleiter antreten. Und ich hatte nur ungefähr 2000 Poké-Dollar. Ich bin also dann etwas vorgeschwächt in meine Rivalen gegangen und habe gehofft, dass das schon wird. Aber die war dann einfach unfassbar stark. Die hat hier Lokroko gespielt, einen der besten Starter überhaupt, den wollte ich ja selbst benutzen. Und dem konnte ich hier über Mauzi einfach gar keinen Schaden machen, zumal das Ding schon weiterentwickelt war. Und als ich dann in Shigi eingewechselt bin, um hier Rollwände einzusetzen, kam einfach Herashai rein, was ein gewaltiger Tank ist. Der Wal aus der 9. Generation. Und ich konnte den nicht mal sehr effektiv mit Wurmball angreifen, weil dann sofort einfach wieder Lokroko reinkam und das konnte ich dann zwar paralysieren, aber der Kampf war einfach komplett unspielbar. Ich hatte wirklich praktisch gar keine Möglichkeit, irgendwie hier zu kämpfen. Und überlevelt war die stellenweise halt auch. Und sie hat auch noch einen Kranowitz gespielt, um das Ganze abzurunden. Ich wurde hier einfach komplett zerstört. Aber auch das ist halt für ein Roguelike einfach vollkommen normal. Man kann Runs haben, die sehr schlecht laufen oder wo das Early Game einfach gar nicht funktioniert. Man kann aber auch Runs haben, wo das komplette Gegenteil der Fall ist. Und dann bin ich reingestartet in den dritten Versuch. Ja, und da muss ich jetzt eine Mechanik durchsprechen, die sehr wichtig ist, denn es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Pokémon freizuschalten und die ist hier auch sehr elementar. Man kann nicht nur Pokémon einfangen, man kann sie auch ziehen aus einer Gacha-Mechanik. Und zwar ist es möglich, Eiergutscheine freizuschalten und die in eine Slotmaschine reinzuwerfen und Eier zu pullen, die nach einiger Zeit ausschlüpfen, wenn man halt einige Ebenen gespielt hat. Und dann bekommt man neue Starter-Pokémon, die sogar tatsächlich Zucht-Moves besitzen und da ist wirklich alles dabei. Man kann hier wirklich Attacken besitzen, die die Pokémon in den Originalspielen niemals gespielt haben. Und da sind schwache Sachen dabei, aber auch komplett heftige. Man kann da wirklich stellenweise komplett eskalieren und man kann sogar manchmal Legis pullen, die halt absurd stark sind. Aber die sind dann halt auch teuer als Starter. Aber auch hier natürlich wieder die Info, das Spiel ist komplett kostenlos und man kann auch nicht reinpayen irgendwie, um früher Eier zu bekommen. Das Spiel ist kein bisschen pay to win, es ist einfach nur nach und nach Sachen freischalten. Und ich hatte hier im Laufe des zweiten Versuches ein Nebulak ausgebrütet, mit der Attacke Eisstrahl direkt auf Level 1. Das hatte natürlich unglaubliches Potenzial. Ich habe aber dann auch gestartet mit Magnetilo, mit Hopspross und wieder mit Krokel, weil ich immer noch daran geglaubt habe. Das ist halt einfach ein wirklich guter Feuerstarter. Aber generell sorgen halt diese Zuchtmoves dafür, dass die Starter, die man pickt, wirklich wichtig sind und dass die Pokémon noch viel vielseitiger werden, was die Möglichkeiten, die Pokérogue bietet, nochmal exponentiell erhöht. Da kann man wirklich alles Mögliche sich zusammenstellen. Aber wie ist denn jetzt der dritte Versuch gelaufen? Naja, zunächst mal habe ich probiert halt Nebulak, Magnetilo und auch so ein bisschen Krokel aktiv einzusetzen, damit die genug XP bekommen. Und dann habe ich hier auf den ersten 10 Ebenen bereits Radfratz, Raupi und Schlotuzel eingefangen, um mein Team massiv aufzubessern. Und ich habe mich entschieden, Hopspross direkt aufzugeben, weil Kapaloris als Pflanze halt einfach deutlich besser ist. Auf den Ebenen 11 bis 20 konnte ich mich dann aber noch weiter verbessern, denn ich habe dann ein weiteres Mal Mauzi gefangen, dem ich nochmal eine Chance geben wollte, und auch dieses Mal Zubat. Ein weiteres gutes Basis-Pokémon, was später als X-Bat theoretisch fast alles outspeeden kann. Man muss aber bedenken, Golbat ist eine Zuneigungsweiterentwicklung, also müsste man das wirklich oft kämpfen lassen, damit es sich weiterentwickeln kann. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ich das wirklich durchziehen will. Nachdem aber dann auf Ebene 20 mal wieder kein Arenaleiter kam, konnte ich mich dann erneut vorbereiten auf meine Rivalen und ich habe dann auf Ebene 23 im Grasfeld ein Bisasam gefunden. Und wenn man Starter-Pokémon findet, sollte man wirklich überlegen, die einzufangen, weil die meisten davon extrem praktisch sind.
und ich habe dann Bisasam eingefangen. Ich muss aber hier direkt dazu sagen, Starter-Pokémon haben keine gute Catch-Rate und da kann man manchmal wirklich Pech haben. Also das kann frustrierend sein. Natürlich hatte ich aber dadurch praktisch gar keine Zeit, mein Bisasam weiterzuentwickeln und dann kam auch schon die Rivalin und die hat geleadet mit Spotronen, also einem Wasserstarter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt richtig blöd in Lokroko gestanden, weil vorher ein Blanas kam, was ich halt mit Lokroko besiegen musste, also hatte ich dann nicht wirklich eine gute Wahl. Ich konnte aber dann einfach dreist mein Mauzi opfern, um so in Bisasam zu kommen und dann habe ich den Wechsel von Spotronen predicted und Schlafpuder gedrückt. Und so konnte ich dann ihr Torboga einschläfern, was halt Bisasam eigentlich outen wollte und dann bin ich reingewechselt in Magnetilo. Und ich habe dann sofort Spotronen getroffen mit Donnerschock, was schon mal relativ gut wehgetan hat und dann konnte ich sogar später Donnerwelle drücken gegen Spotronen into Elektroball, um noch mehr Schaden zu machen. Und dadurch, dass Magnetilo hier Robustheit hatte, konnte das nicht mal geone-shottet werden. Eine wirklich gute Fähigkeit, auch in diesem Spiel hier. Dadurch, dass sie aber immer ein Starter-Pokémon spielt, ein Starter-Vogel und ein Pokémon, was sich nicht weiterentwickeln kann, kam dann auch noch Koalilu rein. Aber das konnte ich halt prima wallen, einfach über Nebulak. Denn das hatte wie gesagt Icebeam, um guten Schaden zu machen und ich war immun gegen Normalattacken. Und Torboga, was natürlich immer noch geschlafen hat, war dann auch kein Outplay gegen mich. Also hatte ich dann endlich mal wieder die Rivalin besiegt auf Ebene 25 und der Run hier sah generell eigentlich ziemlich gut aus. Und Geld hatte ich auch einiges. Und der Rest vom Grasfeld lief dann ziemlich clean. Ich habe mich dann dazu entschieden, Mauzi nicht mehr hochzuheilen, weil ich wollte das eh nicht mehr lange spielen. Und dann kam auf Ebene 30 der erste Arenaleiter und das war Erika. Generell passen die Arenaleiter meistens zu dem Biom, in dem sie sind und hier hat es besonders gut gepasst. Ich hatte aber gar keine Angst vor Erika, weil ich hatte ja immer noch das gut gelevelte Lokroko und dann habe ich Erika einfach niedergebrannt. Die konnte absolut gar nichts gegen mich tun und Ebene 30 war komplett geschenkt. Und das sieht man natürlich immer sehr gern. Auf dem Weg zurück zur Ebene 50 war ich dann aber wirklich unschlüssig, was ich jetzt spielen möchte anstelle von Mauzi. Und ich habe dann zunächst mal nach einiger Zeit dann Nidorino gefunden, was ich erstmal als Platzhalter gefangen habe. Ich habe aber dann später im Wald auf Ebene 46 ein Lextremo gesehen. Und das ist ein Käfer-Undicht-Pokémon aus Gen 9, was hier direkt vollentwickelt war. Und da habe ich dann sehr, sehr dankbar zugeschlagen, weil das zwei Typings waren, die mir noch komplett im Team gefehlt haben. Einen neuen Highscore aufzustellen war aber sowieso nicht wirklich schwierig, weil ich wusste, es kommt dieses Mal auf Ebene 50 kein Arenaleiter, sondern nur ein wildes Pokémon. Der nächste Leiter würde erst wieder auf Level 60 kommen. Und dann hatte ich zwar ein bisschen Pech gegen Drisella, weil das zwei Brunusbären getragen hat und ich konnte leider nicht oft genug auf Donnerwelle drücken, um die Paralyse auch rauszukriegen, aber dann konnte ich später einfach Apollo einwechseln und das hatte ja immer noch Ice Beam. Und das hat dann auch wirklich viel Schaden gemacht, um Drisella zu two-shotten. Die 50er-Ebenen wurden aber dann wieder etwas härter, weil ich wusste, dass dort einige Bosskämpfe auf mich zukommen werden und da sprechen wir über den Rivalenkampf auf Ebene 55 und natürlich den zweiten Arenaleiter auf Ebene 60. Ich hatte aber auch ein großes Ass im Ärmel und zwar hat sich mein Feuerstarter dann nochmal entwickelt und wurde zu Skelocrog. Und das ist ein Feuergeist-Pokémon mit Loderlied. Eine Feuerattacke mit 80er Basisstärke, die den Spezialangriff anhebt. Das ist praktisch Feuersteigerungshieb in doppelt so stark. Eine der besten Signature-Attacken eines Starters, die es jemals gegeben hat. Und mit Loderlied war es mir dann möglich hier, zum ersten Mal so ein bisschen zu sweepen. Denn wenn man Boost bekommen sollte, dann kann man die weitertragen in zukünftige Ebenen. Das Ganze geht aber nur so lange, bis ein Trainerkampf losgeht, weil dann werden alle Boosts resettet. Wenn man aber so halt ein paar wilde Pokémon leicht besiegen kann, kann man sich einiges an Geld sparen, und das ist halt ziemlich angenehm. Ich habe aber auch im Laufe des Sweeps mit Skelocrog einfach ein Linkkabel gefunden, um mein Apollo weiterzuentwickeln. Und das war natürlich extrem gut, weil Gengar ist einer der besten Geister überhaupt. Und so werden bei dem Spiel hier halt die Tauschentwicklungen geregelt. Bevor aber dann der Rivalenkampf losging auf Ebene 55, bin ich rübergewechselt auf Magneton, um mich auf den Kampf vorzubereiten, weil ich wusste, dass Magneton dort ein geniales Matchup haben wird. Denn ich wusste ja, dass meine Rivalin immer mit Atmorei leaden wird, das hatte sie mittlerweile auch voll entwickelt, aber das konnte ich halt mit Magneton outspeeden und über Ladungsstoß einfach so one-shotten.
Und wenn man sich mal ihre anderen Pokémon in Erinnerung ruft, dann wird einem aufgefallen sein, dass Magneton dort generell ein gutes Matchup hatte. Koalilu beispielsweise war ein Normal-Pokémon, das konnte ich also einfach so resistieren, wenn es mit Step angreifen wollte. Sie hatte jetzt zwar ein viertes Teammitglied, aber das war halt nur die Basisform von dem Pseudo-Legendary und das war hier sogar Typ Eis, also die Vorentwicklung von Espinodon aus Gen 9. Und dann kam nur noch Tauboss mit einer fetten Elektroschwäche. Und so hat hier mal Magneton einfach die Rivalin komplett in zwei Hälften zerrissen, die konnte gar nichts tun. Und nach dem Rivalenfight habe ich dann sogar sehr schnell einen Donnerstein gefunden, um Magneton einfach weiterzuentwickeln zu Magnezone, was mich ja vorher komplett dominiert hatte beim Kampf gegen Walter. Man muss aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Entwicklungssteine können stellenweise auch dazu führen, dass man Level-Up-Moves verpasst. Es kann also manchmal clever sein, die erstmal nicht mitzunehmen und später nochmal drauf zu hoffen. In meinem Fall hatte ich aber schon alles und dementsprechend konnte ich das einfach mitnehmen. Und dadurch, dass ich dann weiter im Dschungel stand, wo ich gut klarkam und einfach kaum Heilungs-Items verbraucht hatte, hatte ich dann wirklich viel Geld angehäuft und ich konnte einfach mit Skillocrox so ein bisschen weitermachen. Und dann kam irgendwann der nächste Arenaleiter auf mich zu, aber passend zum Dschungel war das dann der Pflanzen-Arenaleiter aus Gen 6, und zwar Amaro, wo ich dann wieder ein sehr gutes Matchup hatte. Und das ist halt eine der Riesenstärken von der Karte. Wie gesagt, wenn man das Item bekommen sollte, sollte man das praktisch immer mitnehmen. Denn so kann man halt manchmal in Biome gehen, wo man prima klarkommt, um einfach im Midgame und auch Late-Game extrem viel Geld zu sparen oder bei den Arenaleitern beispielsweise nicht wirklich zu strugglen. Denn natürlich konnte Skelocrog dann Amaro einfach wieder ehrenlos niederbrennen. Ich hatte praktisch gar nichts zu befürchten und selbst der Boost von Dodalith war an dem Punkt relativ egal, weil ich den komplett wegdominiert habe. Und 5 andere Teammitglieder hätte ich ja auch noch gehabt. Die Ebenen 60 bis 70 liefen aber dann nicht ganz nach Plan. Denn meine Karte ist dann nicht getriggert, also konnte ich mir kein Biom aussuchen und dann kam einfach ein Tempel. Und dort kamen die ganze Zeit Geist-Pokémon, die ich relativ gut besiegen konnte, das war an sich in Ordnung, aber ich wollte eigentlich ein neues Pokémon fangen, um meinen Golbat zu ersetzen. Denn Golbat entwickelt sich wie gesagt nur, wenn es genug Zuneigung bekommt, also genug Kills macht, aber das war gar nicht mehr mein Plan. Ich wollte ja, wenn es geht, jetzt mit Skelocrox sweepen, um mir so ein bisschen Ressourcen zu sparen. Golbat kam also kaum zum Einsatz und hat seine Entwicklung nie bekommen. Ich wollte aber auf gar keinen Fall ein weiteres Geist-Pokémon einfangen, weil ich hatte ja schon Skelocrog und Gengar und ich war prima zufrieden mit denen. Also habe ich selbst Durengard hier tatsächlich nicht mitgenommen. Wenigstens liefen diese Ebenen aber im Kampf ganz gut und der Boss war dann einfach ein Palimpalim, da sich über Spukball one-shotten konnte. Das hatte einfach gar keine Chance. Danach hatte ich aber endlich Glück mit der Karte, denn dann wurde mir das Sumpfbiom vorgeschlagen und da bin ich sofort hingegangen. Denn ich hatte ja kein einziges Wasser-Pokémon im Team, das hat sich also angeboten. Und direkt der erste Gegner war dann Kapaloris, was nicht ganz optimal war, denn ich hatte ja schon eine Pflanze im Team. Ich habe aber trotzdem schon mal das Pokémon eingefangen, weil es besser war als Golbat. Direkt danach kam dann allerdings ein Branawarz und das war ein Wasser-Boden-Pokémon. Ein weiteres Typing, was mir im gesamten Team gefehlt hat, um immun zu sein gegen Elektroattacken. Das habe ich also sehr, sehr dankbar angenommen und Kapaloris direkt wieder rausgekickt. Und somit hatte ich dann endlich ein gut gebautes Team fürs Late Game aus 6 vollentwickelten Pokémon, die vom Typing her prima zusammengepasst haben. Ich war also für die späteren Runden dann ziemlich gut vorbereitet. Aber dann ist mir sogar noch was ziemlich Gutes passiert und zwar habe ich dann in Ebene 76 einfach Schwertanz gedroppt bekommen als weitere sehr starke TM, die ich Lextremo geben konnte. Eine weitere potenzielle Sweep-Attacke und ja, Lextremo ist jetzt nicht so krass, aber damit hatte es weitaus mehr Potenzial als halt ohne. Und nachdem ich dann den Ebenenboss Quappo besiegt hatte, nach einem weiteren sehr guten Skelocrox-Sweep, ging's weiter im hohen Gras. Denn ich konnte dann durch die Map mal wieder verhindern, beispielsweise im Friedhof zu landen und im hohen Gras gab's mal wieder Pokémon, die ganz gut waren für mein Team. Und dann hatte ich sogar doppelt und dreifach Glück, denn auf Ebene 90 gab's natürlich mal wieder einen Arenaleiter und das war dann einfach Viola aus der 6. Generation mal wieder eine Käfer-Arenaleiterin. Ich hatte also wieder sehr gute Karten mit Skelocrog, um mit Lodalie zu sweepen. Das war aber so ein bisschen bedenklich, muss man sagen, weil sie hat geleadet über Araquanid, also ein relativ gutes Wasser-Pokémon. Ich habe allerdings in der Sonne gekämpft zu dem Zeitpunkt, weil das in dem Biom einfach draußen lag und dementsprechend waren die Wasserattacken gar nicht mal so schlimm und ich konnte gegen Araquanid setupen.
Und dann ist was passiert, was man relativ selten sieht, und zwar hatte Viola dann dreimal dasselbe Pokémon, nämlich Vivillon. Das kann im Randomizer schon mal passieren, weil da die Bossgegner immer so ein bisschen zufällig aufgestellt sind, aber ich persönlich würde es ganz gut finden, wenn mehr als ein Duplikat beispielsweise halt nicht auftreten könnte. Kann aber sein, dass das noch gepatcht wird, hier war es tatsächlich noch möglich. Man könnte also sagen, dass es hier einige Zeit wirklich sehr, sehr gut für mich lief, aber man darf sich davon auf gar keinen Fall blenden lassen. Wenn man das Spiel hier zum ersten Mal spielen sollte, wird einem auffallen, okay, irgendwo im Midgame fasst man Fuß, das Team ist gut und dann kann man gerne mal 100 Ebenen wegspeeden. Das ist möglich, wenn man Glück hat mit den Arenaleitern. Und ja, es kommt hin und wieder mal die Rivalen, aber vielleicht hat man dagegen auch ein gutes Matchup. Und so kam die hier beispielsweise auf Ebene 95 wieder und konnte erneut einfach nichts tun gegen Magnezone. Sie hatte dieses Mal ein Terra-Art-Murai und auch ein Magma, um Magnezone sehr effektiv anzugreifen, aber das ist sofort in Ladungsstoß eingewechselt und wurde dementsprechend paralysiert. Und dann war der Kampf hier auch schon sofort gelaufen. Man darf jetzt aber nicht davon ausgehen, dass die Rivalin jetzt für den Rest des Runs einfach komplett geschenkt sein wird. Die kommt noch zweimal wieder und dann wird sie wie ausgewechselt sein. Das kann ich jetzt schon mal anteasern. Und generell ist das Midgame von PokéRogue halt so eine Sache. Sobald man ab Ebene 50 ungefähr sein Team gefestigt hat und es einfach funktioniert, sollte man relativ gut klarkommen, bis zur Ebene 145 sogar. Es gibt natürlich alle 30 Ebenen mal wieder einen Arenaleiter und hin und wieder die Rivalen, aber die ist halt noch nicht so stark aufgestellt, die wird nur nach und nach besser. Man muss also diese Zeit nutzen, um sich so stark wie möglich zu wappnen auf die wirklich harten Ebenen. Und wenn man hier bereits struggelt, bekommt man später vermutlich komplett auf die Fresse. Ich konnte also sehr dankbar sein, dass ich hier gut klarkam und mich dann lange durchhangeln konnte durch relativ machbare Kämpfe. Und die wilden Bosse auf Ebene 100 und 110 habe ich auch ohne Schwierigkeiten über Skelocrog und über Lextremo besiegen können. Man muss aber dazu sagen, die kann man eh theoretisch einfangen, also sollten wilde Bosse normalerweise im Classic Mode nicht den Run zerstören. Wo ich dann aber wieder so ein bisschen Probleme bekommen habe, war auf Ebene 111 bis 120. Weil das war erneut das Tempelbiom, also kamen mal wieder einige Geistergegner rein und ich wollte eigentlich sweepen über Lextremo, über Schwertanz, Intuitivschlag. Aber wofür sind Geister-Pokémon natürlich bekannt? Für nervige Statusattacken. Das bedeutet, ich wurde ständig angegriffen mit irgendeinem Zeug, wo Sucker Punch einfach immer wieder fehlschlägt. Weil das ist eine Prio-Attacke, die nur trifft, wenn der Gegner einen Schadensmove ausgewählt hat. Und dann kamen auch noch ständig irgendwelche Doppelkämpfe, wo ich halt mit Gengar als Partner zum Beispiel eigentlich ganz gut Kills machen konnte, aber Gengar hatte natürlich auch Geistschwäche. Ich wurde also immer wieder hier, anstatt einfach vernünftig zu sweepen, einfach immer wieder angechippt und dann muss ich Geld ausgeben, um mich wieder hochzuheilen. Genau das, was ich nicht wollte. Und nachdem ich mich dann wirklich einige Zeit rumgeärgert hatte, kam auf Ebene 120 der nächste Arenaleiter und das war dann Lamina, eine Geist-Arenaleiterin. Ich hatte bei diesem Kampf hier mit einer Sache wirklich sehr viel Glück und zwar, dass sie nicht mit Rift Zeppeli geleadet hat. Weil das kam rein nach einer Runde, als sie Pumpkin ausgewechselt hat, aber dann hatte ich halt schon einen Schwertanz drin, um mit Tiefschlag loszulegen. Und das hat dann auch fürs Erste ganz gut funktioniert und ich habe ein paar Kills machen können, um mir einen relativ guten Grundstein für den Fight zu legen, aber dann kam nach zwei Kills gegen Drift Zeppeli und Traumagil einfach ein Terra Krypok rein, was sehr viel ausgehalten hat und das war ziemlich tricky. Und Krypok hatte hier einfach unfassbar dreist einen Belebersamen drauf, um sich gegenzuheilen, nachdem es eigentlich besiegt wurde. Das ist ein Item aus Mystery Dungeon, was hier allerdings eingebaut wurde und die Gegner können das stellenweise haben. Und übrigens Leute, ihr seht oben rechts die Items meiner Gegner, das sind stellenweise einige. Pokémon können in PokéRogue tatsächlich mehr als ein Item tragen und die Gegner haben später im Run etliche drauf. Und das kann komplett Eskalation sein, wenn man ein bisschen Pech hat. Ich für meinen Teil konnte aber was sehr Kluges machen und zwar habe ich halt gesehen, Krypok hat Tiefschlag und auch Kraftabsorber, um sich komplett wieder voll zu heilen. Ich konnte aber dann einfach Schwertanz einsetzen und Tiefschläge von Krypok predikten, um das Ding halt doch mit Lextremo noch irgendwie down zu kriegen. Und so habe ich hier mit Lextremo einfach 3 komplette Kills geschafft. Dann habe ich aber Lextremo beim nächsten Pokémon verloren, weil es leider ein Horrerba nicht outspeeden konnte, das fand ich ein bisschen schade,
aber dann konnte ich wenigstens Gengar einwechseln und damit zu Ende sweepen. Weil alle Pokémon, die gegen Gengar eine Chance gehabt hätten, vor allem auch Traumagil, die waren halt bereits besiegt. Ich habe also gegen Lamina hier auch ganz gut gewinnen können, aber das Temple Area war nicht ganz so geschenkt. Und das hat mir ein mulmiges Gefühl gegeben, wie gesagt auf die späteren Ebenen. Weil ich wusste, es werden halt noch einige krasse Bosse kommen, die stärker sind als Lamina. Und das sogar bei weitem. Nach Lamina habe ich dann aber natürlich alles daran gesetzt, irgendwie Geld zu sparen, um mich auf die hinteren Ebenen vorzubereiten. Und dann kam zunächst mein Sumpfbiom, was ziemlich angenehm war, da bin ich prima klargekommen, aber dann begann ab Ebene 131 leider mal wieder ein Friedhof mit einigen Geist-Pokémon. Und da musste ich mich mit denen wieder rumschlagen und die haben mir immer mal wieder ein bisschen Schaden gemacht und mir dementsprechend auch Geld abgezogen. Das heißt, das lief nicht so gut und auf Ebene 140 kam sogar ein Boss-Gilabra, was leider nicht One-Shot war, über Tiefschlag von Lextremo, obwohl ich ein Setup draußen hatte. Und da wurde ich gewonshottet über Hitzekoller und da wurde auch noch mein Gengar outspeedet mit Spukball und ebenfalls gekillt. Wenigstens konnte ich aber dann einfach Branawarz einwechseln, um das Ding zu Revenge killen und danach wurde mein Team wieder voll geheilt. Aber ich muss schon sagen, diese Geistebenen werde ich in Zukunft eher meiden. Dann war ich aber auch schon angekommen auf Ebene 141 und das war ein Abgrundgebiet mit Unlicht-Pokémon und ich wusste, gleich kommt wieder die Rivalen. Ich hatte aber dann mit einer Sache extrem Glück und zwar habe ich auf den ersten paar Ebenen des Abgrunds dann einfach einen alten Dukat gefunden. Und das ist das beste Geld-Item im Spiel, deutlich besser als Nuggets oder Riesen-Nuggets und das hat dann meine Poké-Dollar hier einfach verdoppelt. Und das war unfassbar wichtig. Und dann habe ich mich wieder in Magneson positioniert, um erneut gegen meine Rivalin anzutreten und ich wusste, auf diesen Kampf hier kommt es jetzt an. Weil das ist eine der schwierigsten Stellen im gesamten Classic Mode. Mein Plan war aber dieses Mal gar nicht mit Magneson zu sweepen, ich wollte sofort rüberwechseln in Branawarz und den Wechsel auf Magbrand predikten. Denn ich wollte hier unbedingt Tarnsteine rauslegen, die ich mittlerweile per TM gefunden hatte. Und die Tarnsteine sind bei der Switch-KI von PokéRogue wirklich unglaublich gut. Und was wurde dann eingewechselt? Einfach mal Iriquasa. Wie gesagt, die Rivalin eskaliert bei den letzten paar Kämpfen wirklich komplett und die hat hier einfach immer ein Boss-Rayquaza mit drei kompletten Lebensleisten. Das ist komplett verrückt. Da aber Branawarz seine wichtigste Aufgabe bereits erfüllt hatte, habe ich mich dann dazu entschieden, einfach Rayquaza aktiv anzugreifen und auf Giftgriff zu hoffen. Die Fähigkeit von Branawarz, die Gift auslösen kann. Und das ist dann sogar passiert. Und nachdem dann Rayquaza seine Verteidigungswerte ruiniert hatte, über halt den Zenitstürmer, wollte ich ins Gelokrog wechseln, um den Wechsel auf Admurai zu predikten. Und das bedeutet, ich bin dann sofort in Magneson gegangen und dann wieder zurück aufs Gelokrog, weil ich den Wechsel auf Magbrand prediktet hatte. Versteht ihr, ich wollte, dass die KI hier einfach immer wieder hin und her wechselt und am besten immer wieder auf die Tarnsteine tritt. Das war halt zumindest meine Idee für den Fight. Doch dann ist was passiert, was wirklich unglaubliches Pech war und zwar ist Magbrand dann einfach gegen Skelokrog drin geblieben und es wollte Erdkräfte drücken. Ein random Coverage Move, den die Rivalin hier durch Zufall bekommen hat und somit ist dann Magneson in eine Bodenattacke eingewechselt und es war fast One-Shot. Es hat sogar nur überleben können wegen der Robustheit. Und das hat wirklich unglaublich wehgetan. Diese Strategie hätte eigentlich funktionieren müssen, aber ich hatte einfach großes Pech. Und Magneson war halt für den Fight hier eigentlich extrem wichtig. Und dann ist bei diesem Kampf hier wirklich reines Chaos ausgebrochen. Ich bin dann zunächst wieder ins Gelokrog gewechselt, um Spukball zu drücken und eventuell Erdkräfte halt einmal zu tanken, aber sie ist dann sogar ausgewechselt in Admurai, was übrigens auch zwei Lebensleisten hatte und mal wieder Terra kristallisiert war. Und dann bin ich in Bisaflor gegangen, um eine Wasserattacke zu tanken. Und dann wollte ich mich halt irgendwie so positionieren, dass ich einen Sweep rauskriege, mit Lextremo vielleicht über Schwerttanz. Das war zumindest die Idee, weil ich hatte ja immer noch Tiefschlag, um theoretisch alles damit zu outspeeden. Und ich wusste halt, bei Bisaflor wird sie wechseln und egal was sie einwechselt, Gengar wird immer relativ gut dastehen. Und dann kam Espinodon rein und ich konnte einen Wechsel predikten in eine Undichtattacke von Espinodon, also Lextremo konnte resistieren. Und dann konnte ich versuchen, Schwertanz einzusetzen und zu einem Sweep anzusetzen. Und so konnte ich dann dieses verdammte Magbrand endlich besiegen, aber als ich dann Tauboss ebenfalls one-shotten wollte über Tiefschlag, hat das random trotz Tarnsteinen auf einem KP überleben können.
Ich hatte aber dann das Glück, dass Taubos hier den Orkan gemisst hat und dementsprechend hat das nicht gemattert. Dann ist aber einfach wieder Rayquaza reingekommen, was wieder auf 2 Lebensleisten hochgegangen ist durch eine Beere und dort konnte ich dann über L'Extremo halt nicht mehr wirklich weitermachen. Ich habe mich also dann dazu entschieden, hier Bisaflor zu opfern, was sowieso nicht mehr so gut war, um in Gengar zu kommen. Und ich wusste, dass dann Gengar meine beste Hoffnung war. Und mein Plan war dann der folgende. Ich hatte ja Ice Beam auf Gengar und das ist sehr gut gegen Rayquaza. Und ich wollte dann Gengar in eine Position bringen, wo es möglichst wenig tun muss, um den Kampf zu speeden. Ich wollte also noch entweder Atmurai oder Espinodon, wenn es geht, über L'Extremo schwächen und L'Extremo opfern, um Gengars Position etwas zu verbessern. Und Gengar hatte auch Hypnose drauf, um eventuell ein gefährliches Pokémon durch Schlaf zu besiegen, mit ein bisschen Glück. Und ihr seht hier schon ganz gut, dass er doch tatsächlich funktioniert. Ich brauchte dann noch sehr viel Glück gegen Atmurai, weil das sogar eine Prunusbeere hatte, um Hypnose einmalig zu heilen. Und wir haben dann beide ein bisschen gemisst und sie hat auch eine Prediction verkackt beispielsweise. Ich habe es aber irgendwie schaffen können, Atmurai in den Griff zu kriegen und dann diesen Kampf hier abzuschließen. Und das wurde dann auch noch sehr, sehr knapp, als Gengar hier von Rayquaza einfach outspeedet wurde, aber ich hatte ja auch noch Scalocroc. Und ich wusste, wenn dann später Atmurai nochmal reinkommt, dann stirbt es an den Tarnsteinen. Dieser Kampf hier hätte so viel leichter sein können, wenn Magnezone nicht einfach verreckt wäre. Aber diese random Erdkräfte haben das Ganze 10-mal so schwer gemacht. Aber die Tarnsteine haben mich hauptsächlich gerettet. Versteht ihr jetzt, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass die hinteren Ebenen das eigentliche Problem sind? Das ist hier schon sehr extrem im Classic Mode. Aber gut, ich habe dann erstmal mein Team geheilt, aber ich musste halt immer noch sparsam sein, weil wir sind noch lange nicht am Ende. Ich habe aber dann erstmal 2 Top-Beleber verwendet, auf Magnezone und L'Extremo, und die anderen habe ich über normale Beleber verwendet, und einen Beleber habe ich sogar gratis bekommen, als Random-Item nach dem Rivalen-Fight. Aber das Brutale ist halt einfach, dass es dann auf Ebene 150 auch noch einen Arena-Fight gab. Denn ich hatte ja alle 30 Ebenen der Arena zu erwarten, und da musste ich gegen Mary antreten, eine Unlichttrainerin aus der 8. Generation, die halt nach der Story die Arena von Ness übernimmt. Und ich find's cool, dass sie hier auch kommen kann. Glücklicherweise hatte ich aber halt immer noch L'Extremo, um eventuell damit zu sweepen. Ich hatte aber, was diesen Kampf hier angeht, wirklich sehr großes Glück. Denn sie begann mit einem Zubiris, wo ich sofort mit L'Extremo halt auf Schwertanz gehen konnte. Und dann wollte ich eigentlich anfangen zu sweepen, aber ich habe gar nicht den Kill geschafft gegen ihr Olangar, aber sie hat gemissplayed über eine Undichtattacke. Ich vermute, sie hat einen Wechsel von mir predicted oder so, sie hatte auf jeden Fall Pech gehabt. Und dann musste sie Pandagro praktisch wegschmeißen, um zumindest Olangar zu behalten, und dann kam irgendwann Griffeldes rein. Und das hatte dann wieder ein gutes Matchup gegen L'Extremo, ich konnte das also nicht einfach so weghauen und ich musste Sturzflug fürchten. Allerdings ist halt Griffeldes eher ein defensives Pokémon, was nicht so viel Schaden macht. Und sie hat dann sogar nochmal mit Finsteraura gemissplayed, ohne die ganze Zeit Sturzflug zu spammen. Ich habe also dann noch komplett den Kill geschafft mit L'Extremo gegen das komplette Griffeldes und dann konnte ich auch noch Olangar killen, was einfach wieder reingewechselt ist, weil es Feenattacken hatte. Die KI dachte, das wäre gut. Dann kam allerdings Cleopatra rein und das hatte auch mal wieder Knuddler, also eine Feenattacke, und das hat mich dann auch gekillt. Ich konnte aber das über Tiefschlag zumindest noch vorschwächen und L'Extremo hatte wirklich viel Arbeit verrichtet. Und dann war dieser Kampf hier mehr oder weniger entschieden. Denn ich konnte dann in Branavaz gehen und den Rest so ein bisschen aufräumen. Branavaz hatte nämlich Ableithieb, um Mundlicht-Pokémon sehr effektiv anzugreifen und sich dabei sogar KP zu heilen. Und sie hatte einfach gar keine Resistances mehr gegen Kampfattacken, die konnte also da nichts mehr tun. Von da an war dann aber natürlich klar, dass dieser Run hier enorm großes Potenzial hat. Wie gesagt, es gibt nur 200 Ebenen im Classic Mode, und ich wusste, der nächste Bosskampf kommt erst wieder auf Ebene 180. Ich konnte also potenziell sehr weit kommen. Und es ging dann zunächst mal weiter mit einem Höhlenbiom, wo ich ganz gut gegen Boden-Pokémon antreten konnte. Aber dann kam eine Bedrohung dazu, die ich gar nicht wirklich vorhergesehen hatte. Denn wie gesagt, richtige Bosskämpfe waren erstmal nicht eingeplant, aber dann kam einfach ein Ass-Trainer. Sobald man weit ist im Classic Mode, kann es halt passieren, dass Ass-Trainer spawnen. Und die haben dann gerne mal 6 Pokémon und ausgewogene Typen und eine Boss-KI. Und ja, die sind stellenweise ziemlich unterlevelt, aber wenn die halt einfach jedes Mal vernünftig auswechseln in ihr perfektes Out und man überhaupt nicht predikten kann, was die spielen,
entsteht halt komplettes Chaos. Es ist dann praktisch unmöglich vorherzusehen, ob die jetzt gleich in ein Out einwechseln oder ob die gar nichts mehr haben und eiskalt drin bleiben. Und das bedeutet, dass es gegen diese Ass-Trainer, wenn man kein OP-Team hat, nur sehr, sehr schwierig Tode zu vermeiden. Und ja, man wird dann diesen Ass-Trainern vermutlich niemals down gehen, weil die wie gesagt unterlevelt sind. Aber das Geld, was man ausgibt, um die Pokémon wiederzubeleben, um weiterspielen zu können, das kann man sich eigentlich nicht leisten, wenn man bedenkt, dass das Finale gleich noch kommt. Und direkt der erste Ass-Trainer hier hat direkt mal zwei Pokémon von mir gekillt. Und das bereits auf Ebene 153. Und dann beginnt halt wieder dieses Spiel mit dem Abwägen. Will ich jetzt sofort all meine Pokémon wiederbeleben, obwohl es auf dieser 10er-Ebene gar keinen richtigen Boss mehr gibt? Will ich dieses Geld wirklich ausgeben? Aber wenn ich es nicht mache, bekommen meine Pokémon keine XP mehr und sind hinten raus vielleicht nicht stark genug fürs Finale. Da muss man halt immer so ein bisschen überlegen. Ich habe aber zum Beispiel nach dem Ass-Trainer sogar einen Toppeleber bekommen, also war das Wiederbeleben gar nicht so teuer. Aber dann kam auf Ebene 160 ein wildes Lumiflora als Boss, was erstaunlich stark war. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach ins Gelokrog gestanden und sofort Antikraft ins Gesicht bekommen und Lumiflora hat geomniboostet. Und ich konnte halt nur so wenig Schaden machen, dass ich nur eine Lebensleiste von Lumiflora abziehen konnte. Das war nicht gerade viel. Generell ist es bei diesen Bossgegnern so, dass man schon theoretisch die One-Shotten kann, aber dafür muss man die overkillen. Also man muss deutlich mehr Schaden machen, als notwendig wäre, für eine Leiste, damit man mehr Schaden drücken kann. Ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Und deswegen ist es nie so ganz leicht zu sagen, wie viel Schaden man jetzt machen wird. Ich für meinen Teil konnte aber mit Branavaz hier dann die zweite Lebensleiste abziehen und mit Magnezone die dritte. Branavaz hatte allerdings keine wirklich gute Bodenattacke, weil es keine gelernt hatte bzw. die so ein bisschen verpasst hat. Das war ein bisschen blöd. Das Kargland, was danach kam, lief aber ein bisschen besser. Es kamen auch dort mal wieder einige Boden-Pokémon auf mich zu und auch mal wieder eine Ass-Trainerin, die mich einmal so ein bisschen verarscht hat, weil dort habe ich nach einem Schwerttanz einfach Fersenkick gemisst mit Lextremo und das ist so ein bisschen wie Turmkick, wenn man die Attacke daneben haut, nimmt man 50% Recoil-Damage. Das heißt, Lextremo ist dort random gestorben und ich musste mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber insgesamt war die Ebene eigentlich vollkommen okay. Und als Boss kam dieses Mal ein Rihornior, was ich zunächst mal über Gengar verfluchen konnte, was gegen Bossgegner sehr viel Potenzial hat. Und dann konnte ich in Bisaflor wechseln später und Flora-Statue einsetzen. Eine TM, die ich bekommen hatte einige Zeit zuvor. Und das ist die Pflanzenattacke für Starter mit 150er Base, nach der man aussetzen muss. Aber Rihornior konnte die in keinster Weise tanken. Und dann haben nur noch insgesamt 30 Ebenen gefehlt. Es ging dann weiter mit einem Bergbiom, wo überwiegend Flug-Pokémon kamen und dort gab es auch mal wieder eine Ass-Trainerin, die ich einfach mal einblende, obwohl die eigentlich ganz gut lief, um euch zu erklären, was gleich passiert nach Ebene 180. Logischerweise wird es auf 180 wieder einen Arenaleiter geben, das ist ja klar, aber danach beginnt was Besonderes. Denn auf den Ebenen 181 bis 190 findet eine komplette Pokémon-Liga statt. Ich mache keine Scherze. Das bedeutet, man muss immer im Classic Mode auf den Ebenen 182, 184, 186 und 188 gegen Top 4 Mitglieder antreten, also wirklich zig Bosskämpfe in a row und dann auf Ebene 190 gegen einen Champ. Und welche Trainer man da bekommt, ist vollkommen Zufall, es ist aber immer eine komplette Liga, die man kennt aus dem Franchise, also nichts zusammengewürfeltes. Wenn also beispielsweise der erste Bossgegner von den Top 4 Lorelei sein sollte, kommt die gesamte Kanto-Liga. Man weiß aber im Vorhinein nicht, gegen welche Liga man antreten wird. Das ist kompletter Zufall. Aber es sollte an der Stelle außer Frage stehen, dass praktisch jeder Run scheitern wird, wo man zu Beginn von Ebene 181 fast kein Geld mehr hat. Man muss also wirklich bis hierhin sehr, sehr gut haushalten, um gut klarzukommen dann später. Und ich hatte dann das Glück, dass ich nach der Ass-Trainerin auf Ebene 173 einfach nochmal einen alten Dukat gefunden habe für nochmal sehr, sehr viele Pokédollar. Und dabei bin ich dann angekommen mit über 100.000 Pokédollar bei der Arena auf Ebene 180. Und das war dann Wiebke, die Flug-Arena-Leiterin aus Gen 3. Ich hatte das aber bereits vorausgesehen wegen dem Bergbiom, was gut zu Flug-Pokémon gepasst hat und mich dementsprechend in Magnezone gestellt. Und dann konnte ich sofort hier eine Molga abfangen, was unglaublich viel Schaden gefressen hat
und dann ein Dragoran. Aber davor hatte ich dann massiven Respekt. Denn Dragoran kann halt theoretisch Bodencoverage lernen wie Erdbeben oder auch Feuerattacken. Ich habe also Magnezone lieber ausgewechselt, um in dieser Flotte zu gehen, was für den Fight sowieso praktisch nutzlos war. Und da wollte ich probieren, zumindest Schlafpuder zu drücken, was leider nicht funktioniert hat, aber dann habe ich Bisaflor halt geopfert. Und somit konnte ich dann Gengar einwechseln, was halt immer noch Ice Beam hatte. Auch genial gegen Fluggegner und vor allem gegen Dragoran. Aber dann wurde ich hier so ein bisschen verarscht, und zwar konnte ich dann zwar noch ohne Probleme einen Waschakwill besiegen, was mir nichts entgegensetzen konnte, aber dann kam ein Fletiamo rein, was eigentlich One-Shot war durch Spukball, aber das hatte einen Belebersamen. Ich konnte es also doch nicht one-shotten und das Ding hatte Aura schwingen, um Gengar komplett zu vernichten. Ich war sofort besiegt. Mein Magnezone war dann aber logischerweise immer noch am Leben und das hatte dann relativ leichtes Spiel. Und es kam dann sogar später noch Emolga rein, was über Voltwechsel halt einfach ins Baroness eingewechselt ist, was vielleicht noch irgendwas hätte machen können über Wasserattacken oder so, aber so ist es einfach down gegangen. Und dann war Wipka an dem Punkt auch praktisch besiegt und ich wurde ein weiteres Mal vollgeheilt, in Vorbereitung auf die Pokémon-Liga, vor der ich natürlich massiven Respekt hatte. Vor jedem einzelnen Bosskampf in der Pokémon-Liga kommt immer ein wildes Pokémon, wo man sich dann so positionieren kann, wie man möchte. Und ich habe mich dazu entschieden, mit Branavaz zu leaden, um eventuell Tarnsteine zu legen. Und dann begann der erste Kampf hier, und das war Herr Baro, der Käfer-Top-4-Trainer aus Sinnoh. Ich hatte also dementsprechend die Sinnoh-Liga, eine der schwersten Ligen im gesamten Franchise. Und Herr Baro leadete hier mit einem Potrot und ich musste eine Entscheidung treffen. Ich konnte entweder Tarnsteine legen, was gegen Käfer-Pokémon wirklich gut ist, oder ins Gilokrog wechseln und sofort versuchen, mit Loderlied mir was aufzubauen, um vielleicht sein gesamtes Team zu sweepen. Und das habe ich dann bevorzugt. Und ich habe dann erstmal Feuersturm verwendet, weil ich mir dachte, dass er vielleicht sofort auswechselt, und so konnte ich sofort einen Hornweisel killen, dann kam Potrot aber wieder und ich konnte Loderlied wirklich mal probieren. Und dann habe ich hier sogar ein großes Setup rausbekommen und ich konnte bis hoch gehen auf plus 3 und ich habe praktisch gar keinen Schaden gefressen, weil Potrot ist offensiv einfach überhaupt kein Gegner. Und ich dachte dann zunächst mal, dass ich Abaro jetzt komplett vernichten werde. Dann ist aber was ziemlich Schlimmes passiert. Denn dann hat Abaro einfach Axantor eingewechselt und das war Käfergestein. Ich musste also sofort rauswechseln in Branavaz, um eine Felsaxt abzufangen, die sogar gratis Tarnsteine rauslegt. Und dann hatte ich nicht mal Zeit, Tarnsteine zu legen, weil ich dann sofort dringend eine Wasserattacke gebraucht habe. Axantor ist aber dreist ausgewechselt, um der Wasserattacke zu umgehen, obwohl es eigentlich gar kein so schlechtes Matchup hatte. Und dann kam Scaraborn rein, Giftgriff von Branavaz wurde getriggert und Scaraborn wurde vergiftet. Und das hat seine Fähigkeit Adrenalin ausgelöst und Scaraborn wurde unfassbar stark. Und natürlich war es auch Terra kristallisiert, damit es doppelt Spaß macht. Und das Ende vom Lied war dann, dass Garabon mit Vielender einfach Branavaz mit einem Hit besiegen konnte, obwohl ich noch unglaublich viele KP hatte. Und dann wollte ich finishen über Gengar, was Gott sei Dank Garabon outspeeden konnte, aber Spukball hat nicht ausgereicht und Garabon hatte sogar Erdbeben als Coverage, was Gengar hier treffen konnte, weil das in neueren Generationen einfach keine Schwebe mehr hat. Gengar wurde leider genervt im Franchise. Und dann habe ich natürlich extrem Panik bekommen, weil ich hatte einfach kein Out mehr gegen Scaraborn und es hat praktisch alles von mir outspeedet. Und da wollte ich mit Tiefschlag killen über Lextremo, Herr Baro ist aber ausgewechselt, zurück in Axantor und der Tiefschlag ging ins Leere. Und da musste ich einwechseln in Magnezone, um zumindest eine Attacke von Axantor zu resistieren, weil Lextremo wäre komplett zerschellt. Ich konnte aber Axantor dann auch nicht mit der Lichtkanone treffen, weil dann einfach Donarion reinkam. Aber dort hatte ich dann ziemlich viel Glück. Weil ich bin dann in Bisaflor gewechselt, um das mehr oder weniger zu opfern, das hatte hier gegen Käfer einfach kein gutes Matchup. Ich habe aber zumindest noch die Flora-Statue probiert und damit dann Donarion einfach komplett besiegt und ich habe auch einen Crit bekommen. So konnte Bisaflor hier ernsthaft was reißen bei dem Fight und das war extrem nützlich. Und dann habe ich es durch Magnezone zum Glück schaffen können, den Kampf wieder unter Kontrolle zu bringen. Denn ich wusste halt, er hat keinen guten Switch mehr in Lichtkanone und das konnte ich dann immer wieder gegen Axantor drücken und ich habe dann beispielsweise sein Piondragi getroffen, was auch mal wieder geterrat war. Und das hat sehr viel Schaden gefressen, weil das eher physisch defensiv ist. Und ich wusste halt, ich kann dann einfach Lextremo opfern, um vielleicht auch einen Tiefschlag rauszubekommen gegen Axantor oder so für ein bisschen Chip-Damage und dann kann ich Magnezone wieder reinbewegen und ich habe eigentlich sehr gute Karten. Und so kam es dann auch.
Ich habe dann Axanthor besiegen können, ich habe auch noch Piondragi besiegen können über Magnezone, was mich selbst ein bisschen überrascht hat. Und dann stand ich vor Scaraborn, was schon fast tot war, und dort konnte ich dann einfach Skelocrog oder so wegschmeißen, um Scaraborn über sein Gift zu töten. Ich habe also diesen Kampf hier sehr knapp gewonnen, aber ich hatte am Ende dann alles im Griff. Ich hätte aber definitiv zu Beginn einfach Tarnsteine legen sollen, weil der Speed mit Dodalied hat hier einfach nicht funktioniert. Aber hey, es war ein Versuch wert. Der Tod von Skelocrog war aber sowieso irrelevant, weil ich wusste, ich werde nach dem Fight sofort eine Zauberasche kaufen und das ist das beste Heil-Item, was ich mittlerweile freigeschaltet hatte, das alle Teammitglieder wiederbelebt und auf volle KP bringt. Quasi ein Top-Beleber fürs gesamte Team. Ist aber halt auch teuer. Und dann habe ich Magnezone auch wieder voll geheilt und bin gegen das nächste wilde Pokémon angetreten und habe mich wieder in Branavaz positioniert, um gegen Teresa zu kämpfen, weil das ist eine Bodentrainerin. Bevor ich allerdings gegen die angetreten bin, habe ich noch ein X-Item für meine Verteidigung bekommen und die sind sehr, sehr nützlich. X-Items zählen hier nur für 5 Runden, die sind also zeitlich extrem begrenzt, aber wenn man weiß halt, dass gleich die schwersten Kämpfe im Spiel auf einen zukommen, dann sind die X-Items stellenweise Gold wert. Und man kann sogar manchmal die geschenkten Items rerollen für Geld, um auf Krampf diese X-Items irgendwie zu kriegen. Wenn man das Geld dafür hat, kann man das hinten im Run durchaus mal machen. Für den Kampf gegen Teresa waren aber natürlich die Tarnsteine ziemlich sinnlos. Ich habe also einfach mit Branavaz hier Aqua-Durchstoß gespammt und gehofft, dass ich ein paar Kills mache. Und es kam dann sofort nach seiner Konda ein Skorko rein, was ich direkt two-shotten konnte. Als sie dann aber ein Sumpex revealed hat, bin ich rübergewechselt auf Bisaflor, um vierfach effektiv anzugreifen. Und so konnte ich auch Hydropumpe resistieren, die dann kaum Schaden gemacht hat. Mein Bisaflor hatte allerdings kein Gigasauger, es hatte nur Blütenwirbel und so. Und das war hier nicht ganz optimal. Und dann kam sogar Sanaconda rein mit seinem Kopfstoß, was Bisaflor sehr effektiv angegriffen hat. Dann ging es aber weiter mit Hippoterus und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach Flora-Statue zu zünden, um diesen riesigen Tank einfach sofort zu one-shotten, damit er hier nicht zum Problem wird. Ich hatte aber dann sogar doppelt Glück und zwar kam dann als nächstes ein Velsa rein, was sich in Seer verrannt hat, weil es Bisaflor sehr effektiv angreifen konnte. Ich hatte also Zeit zu rechargen und dann nochmal Flora-Statue abzufeuern, um auch Velsa zu one-hitten. Wo Bisaflor aber dann leider eingegangen ist, ist gegen Irihornior. An dem Punkt war dann aber Teresa einfach dermaßen vorgeschwächt und sie hatte so viele Pokémon verloren, dass sie gegen Branavaz nicht mehr wirklich was tun konnte. Ich habe dann einfach weiter Aqua-Durchstoß gespammt und den Sumpex sogar direkt vergiftet, was ziemlich glücklich war, und dann habe ich das besiegt über Ableithieb, um mir auch hin und wieder einige KP wiederherzustellen, und dann kam irgendwann wieder Rehornior rein, was ich dann ebenfalls besiegen konnte. Und es hat dann zwar noch einmal gemissplayed, das hat aber keine Rolle gespielt. Ich hatte ja noch 4 Pokémon übrig. Nachdem ich aber dann nach Teresa leider kein weiteres X-Item bekommen hatte, ging es weiter mit Ignaz, dem Feuertrainer, und dort bin ich wieder mit Branavaz geleadet. Und dort hatte ich mittlerweile natürlich dazugelernt und ich habe jetzt sofort Tarnsteine gedrückt, um den Feuer-Pokémon schon mal 25% Schaden zu machen, direkt halt, wenn die einwechseln. Und das ist schon eine ganze Menge. Ich hatte hier allerdings mal wieder den seltenen Fall, dass Ignaz mehrfach dasselbe Pokémon gespielt hat, und deswegen kamen 2 Magbrands rein, von denen eins sogar Terra kristallisiert war. Ich konnte aber dort mit Aqua-Durchstoß wirklich gut gegengehen und dann kam als drittes ein Panferno eingewechselt, was er im Originalspiel halt auch spielt, und dort wäre Branavaz mal wieder safe outspeeded worden, ich wollte also mal Skelocrog eine Chance geben. Denn mein Feuer-Pokémon hatte natürlich bei dem Kampf hier ein etwas komisches Matchup, aber gegen Panfernos Feuer- und Kampfattacken war ich halt prima aufgestellt. Und dann wollte ich hier Spukball einsetzen, das hat aber nicht so viel Schaden gemacht und Panferno hatte Erdbeben. Durch das X-Item habe ich aber nicht so viel Schaden gefressen und dann habe ich sogar einmal Lodalied einfließen lassen, um Spukball stärker zu machen. Dann wurde es aber wirklich komplett lächerlich, weil dann hat Ignaz hier einfach sein drittes Magbrand eingewechselt. Wie gesagt Leute, das kann stellenweise passieren und dort muss ich Skelocrog dann sofort aufgeben, denn es kamen natürlich Erdkräfte. Ich bin aber dann in Branavaz zurückgekehrt, um auch dieses Magbrand zu bekämpfen, das hatte allerdings Kanonenbouquet und das hat unfassbar viel Schaden gemacht. Und dann kam das Terra-Magbrand zurück, was halt noch nicht so ganz besiegt war und das hat Branavaz dann gefinisht. Um ehrlich zu sein, war das aber nicht so tragisch. Ich konnte dann einfach in Gengar wechseln, um Magbrand zu outspeeden und dann ist Ignaz ausgewechselt in Stalos,
was er tatsächlich in Pokémon Diamant spielt und das hatte keine Spezialverteidigung. Es ist also sofort down gegangen und dann kam zwar noch Flamara, was aber nur Feuerwirbel und so genutzt hat, das war überhaupt nicht gut und dann konnte ich irgendwann noch Magbrand finishen, um den Kampf hier abzuschließen. Also dieser Kampf hier und der gegen Theresa, die liefen deutlich besser als der Kampf gegen Herbaro, das können wir schon mal festhalten. Gegen Lucian konnte ich mich aber nicht ganz so gut positionieren, weil es kam dann ein wildes Kamerupt und das wollte ich halt mit Branawarz bekämpfen. Nachdem das aber besiegt war, habe ich ein weiteres X-Item bekommen, mal wieder für die physische Defense, das war ganz nett. Und dann begann der Kampf gegen Lucian und ich konnte halt einfach sofort auswechseln. Lucian ist ein Psychotrainer und er begann hier mit Psyana. Und dort konnte ich sofort in L'Extremo gehen und den Rest könnt ihr euch jetzt selbst anschauen. Ich habe natürlich mit Anfallen hier extrem viel Schaden machen können, Tiefschlag hatte ich auch drauf und ich habe dann sogar sofort, als Galagladi reinkam, gemerkt, dass er kein Out hat und habe Schwertanz gedrückt. Und dann habe ich angefangen zu sweepen und Lucian konnte wirklich überhaupt nichts gegen mich tun. Und dann kam hinten raus noch Bronzong, das Psyana kam wieder zurück, weil es noch nicht besiegt war, es kam ein Terrapantimos und ein Terrapsyana noch rein und ein Marteliet. Und das ist ein Starterkäfer aus Gen 8, was ebenfalls Typ Psycho ist. Er hat aber wirklich gar nichts mehr gegen L'Extremo machen können und an dem Punkt war ich wirklich kurz vorm Champfight gegen die gute alte Cynthia. Und ich habe dann zumindest nach dem nächsten wilden Pokémon, was wieder reinkam, noch ein weiteres X-Item bekommen, aber das war wieder X-Verteidigung. Und das erste war längst abgelaufen, ich hatte also nur zwei am Start. Und dann begann der Kampf gegen Cynthia in einem heftigen 6 gegen 6. Und das hier war definitiv einer der krassesten Kämpfe, die ich bisher in Pokédex hatte. Sie begann hier mit Terra Krypuk und ich habe sofort Tarnsteine rausgelegt, damit die halt schon mal liegen. Sie ist aber dann sofort rausgewechselt in Togekiss, bevor die Tarnsteine gewirkt haben und dann kam Mondgewalt. Und ich wollte Togekiss eigentlich physisch angreifen über Aquadurchstoß, weil das keine so krasse physische Defense hat, ich habe aber leider kaum Schaden gemacht. Und als ich dann in Magnezone gegangen bin, um Togekiss zum Wechseln zu zwingen, dachte ich eigentlich, es kommt Knackkrack rein und ich habe eine Lichtkanone eingesetzt. Sie hat aber ein Vulnona eingewechselt, was komplett aus dem Nichts kam und es hat Magnezone hart gecountert. Nachdem ich aber dann ins Gelokrok gegangen bin, war nicht so ganz klar, was jetzt reinkommt. Und ich bin dann in Branawarz gewechselt und es kam wieder Krypuk rein. Aber das habe ich über Branawarz nicht wirklich down bekommen, weil es Kraftabsorber hatte. Das hat sich einfach aktiv gegengeheilt. Aber das war nicht alles. Nachdem Krypuk dann raus wollte, ist sie einfach in Giratina eingewechselt. Sie hat hier einfach das Kavaligi gespielt von Pokémon Platin. Und dann bin ich mal wieder so ein bisschen verzweifelt. Ich bin dann in L'Extremo gewechselt, um eine Geistattacke aufzuhalten, die konnte ich resistieren und ich hatte ja auch die X-Items und dann habe ich Schwertanz verwendet, um vielleicht was mit Tiefschlag zu machen. Aber Giratina ist dann sofort rausgegangen in Togekiss, ja, und das konnte ich über Tiefschlag zwar ziemlich low hauen, was sich auch irgendwo gelohnt hat, aber es hat nicht für den Kill ausgereicht. Auch nicht auf plus 2. Das Ding hat dann einfach resistiert. Und dann bin ich im Luftschnitt gestorben. Ich wusste aber, wenn es nicht reichen sollte, kann ich danach einfach in Gengar wechseln und Eisbeam drücken, was auch potenziell geil sein könnte, falls sie Knackkrack einwechselt. Im Endeffekt lief alles aber ein bisschen anders. Ich habe dann einfach in Lucario besiegt, was reinkam, was sogar Terra Stahl war, das konnte sich nicht wehren, und dann kam Krypuk wieder. Und dort hatte Gengar natürlich ein grauenvolles Matchup, ich bin also in Bisaflor gewechselt, um das so ein bisschen zu wallen, und dann kam Giratina zurück. Dadurch, dass ich aber die X-Items hatte, wusste ich, Bisaflor kann sich eigentlich so ein bisschen reintrashen. Ich hatte nicht mehr so einen großen Nutzen für Bisaflor, weil ich wusste, Schlafpuder beispielsweise ist ständig tot, weil fast jeder Gegner eine Brunosphäre trägt. Und dann habe ich einfach ein bisschen angegriffen. Und ich habe dann Giratina hier wirklich krass lowhauen können, durch unter anderem die X-Items, die mich halt sehr gut beschützt haben. Und das hat dann ihr Team so ein bisschen für mich geknackt. Denn ich konnte halt dann wieder in Gengar gehen und Icebeam androhen, sie wollte aber Giratina nicht opfern und ist in Krypuk gewechselt und dann konnte ich in Magnezone gehen, von Krypuk was resistieren und Krypuk endlich finishen. Was mir die ganze Zeit ein heftiger Dorn im Auge war, damit es die ganze Zeit auf die Nerven ging. Und dann wollte Cynthia hier gegen Magnezone wieder in Vulnona wechseln, aber ich hatte immer noch Skelokrok. Und dann kam endlich Knackkrack rein, was sogar mega Knackkrack war, es ist aber in Spukball eingewechselt. Und seine Spatstaff wurde gesenkt.
Und das war sehr, sehr gut für mich. Denn dann konnte ich mir endlich leisten, einfach Branavaz zu opfern, um wieder zurückzukommen in Gengar und wieder Icebeam zu drohen. Ja, und dann war Cynthia halt einfach schachmatt. Ich hatte immer noch die Tarnsteine auf meiner Seite, Gengar hat dann alles outspeedet und Icebeam war plötzlich übermächtig. Ich hatte damit gegen all ihre restlichen Pokémon einfach ein prima Matchup und ich konnte den Champfight abschließen. Ich muss aber schon sagen, auch dieser Fight hier war wirklich übertrieben. Und die anderen Champfights, die man so kriegen kann, bei den anderen möglichen Pokémon-Ligen, die sehen genauso aus. Es ist nicht nur Cynthia, die so stark ist, es gibt hier einige Ligen, die ziemlich heftig sind. Nun ist aber halt dieser Champfight noch nicht das Ende vom Classic Mode. Denn wir sind ja erst bei Ebene 190, aber es gibt 200. Und so ging es dann weiter mit den Fragezeichen-Ebenen. Und das könnte man fast schon als Postgame bezeichnen, das ist das ultimative Finale. Denn dort kämpft man dann zunächst mal gegen einige Paradox-Pokémon aus Gen 9, also welche aus der Zukunft und der Vergangenheit, und die sind unterlevelt, und da kann man sich so ein bisschen vorbereiten, wieder mit X-Items, auf den nächsten Bossfight. Und der kommt dann bei Ebene 195, und das ist ein letztes Mal die Rivalin, die dann wirklich komplett eskaliert. Das erste, was ich mal wieder machen wollte, war sofort die Tarnsteine zu legen, also habe ich mit Branavaz geleadet. Und sie hat wieder begonnen mit Atmurai, was aber dieses Mal drei Leisten hatte. Die wurde immer heftiger. Und als ich dann die Tarnsteine gelegt hatte, kam in derselben Runde einfach Mega Rayquaza rein auf Level 200. Das heftigste Einzel-Pokémon bei einem Trainer aus dem gesamten Run. Ich meine, ihr habt auch nicht wirklich geglaubt, dass sie einfach wieder Rayquaza spielt. Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Ich konnte aber dann vom Mega Rayquaza eine Flugattacke predikten und in Magnezone wechseln, was das vierfach resistieren konnte. Und dann konnte ich hier Donnerblitz feuern und auf Magbrand hoffen, was sogar reinkam, in die Tarnsteine getreten ist und sofort One-Shot war. Und das war eine unfassbar wichtige Runde. Ich hatte aber noch ein cooles Play vorbereitet und das war dann richtig witzig. Es kam als nächstes Atmurai wieder rein, was Kraftkoloss gegen Magnezone einsetzen wollte, also eine starke Kampfattacke, aber dort konnte ich in Bisaflor einwechseln. Und weil halt klar war, dass Atmurai wechseln wird in beispielsweise Mega Rayquaza oder Espinodon, habe ich dann Schlafpuder gedrückt. Und ja, Espinodon beispielsweise hatte Brunosbären, es konnte also den Schlaf sofort wieder heilen, aber ich konnte dann in Scalocroc wechseln, eine Eisattacke predikten und konnte das resistieren. Und was wurde dann logischerweise wieder eingewechselt? Natürlich Atmurai, um Scalocroc zu besiegen. Letzten Endes konnte ich also dann einfach einen Loop machen, der dieses Mal auch wirklich funktioniert hat und nicht wie der mit dem Erdkräftemagbrand vorhin. Und dann konnte ich immer wieder Schlaf rauslegen und irgendwann auch wirklich mal was final schlafen legen. Und welches Pokémon war das dann? Tatsächlich Mega Rayquaza. Das ist hier eiskalt später dann in den Schlaf eingewechselt und ist eingepennt. Unfassbar wertvoll. Man darf sich aber natürlich auf Schlaf nicht zu sehr verlassen und ich bin dann sofort in Magnezone gewechselt, um auf Rayquaza draufzuhauen oder es zumindest rauszuscaren. Und ich habe dann Rayquaza ein bisschen Schaden machen können und dann kam einfach so Atmurai rein, um wieder Kraftkoloss zu drücken, aber das ist sofort gestorben an Donnerblitz. Ich war also dann auch noch den Starter los. Als sie dann aber ganz komisch Koalilu eingewechselt hat, hatte ich ein bisschen Angst vor random Boden-Coverage, also bin ich dann lieber mal in Gengar gegangen, dessen Tod nicht so schlimm gewesen wäre, und habe dann damit weitergemacht. Am Ende des Tages kam aber gar keine Boden-Coverage, und dann hat Gengar hier so ein bisschen den Boden aufgewischt, mit den Pokémon, die noch übrig waren. Gegen Koalilu hatte ich als Geist halt einfach ein gutes Matchup, also konnte ich das nach einiger Zeit besiegen. Es kam auch noch Tauboss mit einer Bossleiste, was allerdings natürlich Eisschwäche hatte, gegen meinen Eisstrahl. Und dann war der Kampf hier praktisch zu Ende. Ich meine, Espinodon hatte kaum noch Leben wegen den Tarnsteinen, also konnte ich das einfach so finishen. Und dann kam zwar noch Mega Rayquaza, aber das hatte gar nichts mehr gegen Magnezone. Tatsächlich ist das aber sogar aufgewacht gegen Gengar und hätte mich eigentlich über Wutanfall gekillt, aber ich hatte ein Fokusband zuvor gefunden, was mich zu 10% am Leben gehalten hat. Das kann halt manchmal passieren. Und so habe ich die Rivalin hier sogar besiegen können, ohne Pokémon zu verlieren. Wer hätte das gedacht? Aber das Krasse war halt einfach, dass dieser Run hier immer noch nicht zu Ende war. Denn ich musste halt auch noch den letzten Boss besiegen, auf Ebene 200. Und welcher war das denn? Naja, zunächst mal musste ich wieder gegen einige Paradox-Pokémon antreten, die ich auch hier mal wieder nicht fangen konnte.
und dort habe ich mal wieder einige X-Items gefarmt, um mich auf das ultimative Finale vorzubereiten. Denn andere Items habe ich zu dem Zeitpunkt ja sowieso nicht mehr gebraucht. Und sobald man dann irgendwann Ebene 200 erreicht hat, muss man gegen Endynalos antreten. Eines der großen Legi-Pokémon aus der 8. Generation. Und das ist ein Raid-Boss-Kampf, könnte man sagen, um den Run hier final abzuschließen. Der Bosskampf hat zwei Phasen und die erste Phase, die war noch relativ einfach. Denn dort konnte ich mich einfach so in Magnezone aufstellen und den Nidalos mit 4 KP-Leisten langsam so ein bisschen runterchippen. Und ich wusste, ich bin immun gegen Giftattacken und Drachenattacken konnte ich resistieren. Sobald man aber Endynalos auf eine KP-Leiste reduziert hat, beginnt die zweite Phase und das ist der eigentliche Kampf. Denn dann Dynamaximiert Endynalos in seine komplett unfaire Form, man kann ein zweites Pokémon rausschicken und dann gibt es wie gesagt einen richtigen Raid-Boss-Kampf. Denn Endynalos hat in dieser Version dann einfach nochmal 5 komplette Lebensleisten, es lernt noch Flammenwurf dazu gegen Pokémon wie Magnezone und es ist einfach unfassbar tanky. Ich hatte mich allerdings gut vorbereitet und Gengar an die zweite Stelle gepackt in meinem Team, damit ich sofort Fluch drücken konnte. Und das ist eine unfassbar starke Attacke gegen gerade solche Gegner, die unendlich viel Leben haben. Denn Fluch macht halt jede Runde Fixschaden und es ist extrem praktisch. Ich habe aber auch Donnerwelle legen können mit Magnezone, da Endynalos keine Prunusbeere hatte und dann war der Kampf hier mehr oder weniger entschieden. Endynalos trägt allerdings auch ein schwarzes Loch-Item, mit dem es Items klauen kann, also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man nämlich selbst Prunusbeeren tragen sollte, könnte Endynalos die stehlen oder auch andere Items, die halt einfach extrem gefährlich sind. Generell ist dieser Fight hier ein kompletter DPS-Test und wenn man keinen Fluch im Team haben sollte, kann man da ohne weiteres noch zerschellen. Ich war aber hier gut vorbereitet und konnte dann den Classic-Mode zum ersten Mal in meinem Leben erfolgreich abschließen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich hatte selten so viel Spaß beim Pokémon-Spielen. PokéRogue hat unendliches Potenzial und mittlerweile habe ich noch etliche weitere Stunden reingesteckt und hier kann man wirklich alles Mögliche machen. Es gibt so viele Pokémon zur Auswahl, dass jeder Run komplett anders aussehen wird und ich habe euch so vieles noch gar nicht wirklich erzählt. Es gibt wie gesagt auch noch andere Game-Modes, wie beispielsweise den Endlos-Modus, wo man gegen immer heftigere wilde Pokémon antritt, die halt wirklich später einfach komplett eskalieren und da geht's bis hoch auf über Level 1000, wenn man möchte. Es gibt aber auch beispielsweise einen Challenge-Mode, wo man halt Monotype-Runs machen kann beispielsweise, aber auch noch viele andere Dinge. Es gibt Daily-Challenges, die halt wirklich handcrafted sind, um halt jeden Tag eine neue Herausforderung zu bieten. Man kann, wie gesagt, einfach alle Pokémon sammeln. Man kann die auch als Shinies sammeln, um die Luck-Rate zu erhöhen. Denn tatsächlich beeinflussen Shinies, wie viel Glück man hat im Run, also lohnt sich das hier sogar. Und. Und es kommen wie gesagt auch noch ständig Updates dazu, um das Spiel immer wieder zu erweitern. Habt ihr schon mal so ein Fanprojekt hier gesehen? Ich persönlich finde PokéRogue was ganz Besonderes und ich möchte hierzu auf jeden Fall noch mehr machen. Ihr könnt mir gerne weitere Runs vorschlagen, die ich hier mal ausprobieren soll und ich werde das auch regelmäßig in Livestreams spielen, also könnt ihr mir auch sehr gerne auf Twitch folgen. Und da würde ich sagen, Leute, geht's bald weiter mit kommenden Videos, aber dieses Spiel hier muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Und eure Meinung zu PokéRogue könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.